Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, wieder zusammen mit dem Nordic. Ja, schönen guten Tag. Ich spring mal gerade hier rüber, der Nordic hat hier schon mal ein bisschen ausprobiert. Ja. Genau. Oh, dass wir uns darunter sprengen können. So viel ist es tatsächlich nicht, also ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe jetzt zwei oder drei Tiefe hatte ich gebuddelt, da reingeschmissen und dann... Ja, so. Sieht sogar so aus, als wäre es sogar nur 3x3x3 gewesen. Ja, wer bei mir mal in der Leiste schaut, ich habe jetzt auch 6 Dynamitstangen. Ich gehe direkt mal runter und lasse es jetzt mal krachen hier. Ja, ich komm mal mit. Ich habe auch den Erdbohrer wieder am Start. Mit Benzin, versteht sich. Und ich würde direkt hier mal hier vorne anfangen. Ich lasse dich mal gerade durch. Passiert gleich direkt? Ja. Also nicht reinschmeißen, ich will das ja von den... Achso, mit dem Bohrer meinst du? Ich dachte, du wolltest genau hier sprengen. So, und 3. Also rechts Ding anzünden. Ich renne nach rechts. Und tschüss. Ui, ja. So. Oh, an der Seite bist du auf jeden Fall schon rausgekommen. Also da ist ein kleines Löchelein, ist auch auf der anderen Seite auch schon. Oder kann natürlich auch täuschen, aber. Moment, wo? Ach, hier rechts. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das auch von der Sprengung kommt oder ob das ein Zufall ist. Nee, kommt von der Sprengung. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, weil das dann alles hier unten einfachster Sand ist. Dann gehe ich mal hier rüber. Dann gehe ich mal 4 rein. Dass wir sonst gezielt mal jetzt sprengen. Ja, ich gehe mal 4 rein. Weil wenn das nicht gleich runterkommt, der ganze Shit, dann... Naja. Das überleben wir nicht. Nee. Ja, sonst machst du die Löcher und ich spreng mich dann rein sonst. Ja. Diese Blöcke können wir ja lassen, die können wir sonst manuell ja wegkloppen. Genau, richtig. Warte mal. Oder wir machen das so, genau, das kommt dann nach und nach. Ja. Ist da noch viel, oder? Was, wie viel? Viel nach hinten durch, weil ich würde da jetzt 4 reingraben wieder. Nö, ich würde sagen 2 Sprengungen. Jo. Mit der... Oh ja. Ja, eine müssen wir eigentlich noch hinkriegen. Eine müsste eigentlich noch passen. Das war doch aber sauber hier jetzt. Das kann man doch auf jeden Fall zeigen. Kannst du vielleicht ein paar Frames schon mal machen? Die habe ich schon. Achso. Da ist pauschal 160 dabei. Ja. Oh, Level up. Oh, warte, ich schmeiß. Okay. Achso, wolltest du? Sonst werfe ich da jetzt rein. Oh, ich höre schon. Ja, ich glaube, jetzt. Oh, wir sind sogar sauber durch hier. Ja, siehst du, sagte ja, 2 Sprengungen, habe ich ja gut geschätzt. Mhm. So, den anderen Kram könnten wir. Na gut, den könnten wir natürlich auch direkt wegsprengen. Die eine Säule spreng ich mal hier weg, die an der Seite. Achtung, ich bin gerade hier drin, ne? Nee, auf der anderen Seite. Okay. Da, wo wir gerade gewesen sind, nur dann diesen größeren Pulk hier. Oh, lauf doch! Boah, das war knapp. Oder bin ich da schon auf der anderen Seite? Ah, ich bin da schon auf der anderen Seite. Ja, das ist blöd, wenn ich mich da jetzt durchspringe, das ist auch Mist. Oder ich schmeiß die Dynamitstange hier vorne hin. Oh, oh. Okay. Ich mach das mal anders. Ja, ich muss echt vorsichtig sein gleich. Ja, wegspringen mit der Pistole ist schwierig hier. Oh. Also ich glaube, ich gehe mal lieber an den Rand, wenn wir hier rumspringen. Was kommt da jetzt runter? Fällt das Ding jetzt gleich in sich zusammen? Oder? Ja, wobei, hier haben wir noch echt viel, ne? Hier auf der Seite. Ja. Wenn wir jetzt noch einmal durchgehen, dann sind wir ganz gut dran. Genau, so viel hatte ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt insgesamt 16, glaube ich. 16 Dynamitstangen. Wie viel hast du noch? Ich habe noch 5. Okay, dann setze ich hier gerade meine letzte rein. Die will ich aber manuell sprengen. Achtung. Beim ersten Mal habe ich richtig Schiss gehabt, weil die Dinger ja in der Animation schon
brennen. Oha. Oha. Hä? Geht das so nicht mehr? Nee, ne? Geht das echt nicht so nicht mehr? Warte mal. Anscheinend nicht. Also, ich wollte gerade darauf schießen. Nee, also, warte. nee. Das ist nicht Dynamit. Das ist Dynamit. Aber eigentlich müsste das ja gehen. Du kannst auch normale Minen wegpusten. Ja, das wundert mich. Anscheinend nicht, okay. So, jetzt gehe ich ran und dann haben sie es wahrscheinlich rausgenommen. Ja. So, ein bisschen weiter vor, weil da hinten war schon ein Loch, habe ich gesehen. Klüder, Klüder, Klüder. Ja, dann sind es halt nur noch die Ränder anscheinend. Das sieht so aus, ja. Dann fange ich mal an zu bohren, ne? Ja, willst du dir das jetzt einstürzen lassen oder wegsprengen? Ja gut, jetzt wenn wir jetzt noch sprengen, ich weiß nicht, da machen wir glaube ich mehr kaputt mit als also schnell ich mein, zu arbeiten. Die größeren Wände könnte ich jetzt mal wegsprengen. Ja, das kannst du machen. Achso, oh Mann. Ui, ui, ui. Wir müssen uns nur gerade ganz kurz einigen, bevor wir hier alles hochjagen. Wir bräuchten vielleicht sowas wie ein Safe Room, wo wir hingehen, wenn alles einstürzt. So eine kleine Einkerbung. Ja, dann mach doch. Das ist nur die Frage, wo? Am besten da, wo wir zuletzt arbeiten. Das wäre, glaube ich, ja gut, in der Mitte ist jetzt noch, ne? In der Mitte ist noch ein Riesending. Ich würde auf der anderen Seite sagen, da ist ja schon so ein bisschen vom ersten Mal. Ja. Kannst du, wenn du magst, das in der Mitte mal hochjagen? Achso, warte mal, ich sollte hast dir ja den dann den Block, wo ich jetzt hier stehe, den Block hier, den meinst du, oder was? Genau. Ich mach mal hier, ja? Soll ich von hier? Oder willst du von vorne? Hier, hier ist, glaube ich, besser. Oder die Sprengung reinschmeißen. Ja, okay. Lass mal gucken, wie ich am besten durchwerfe. So. Oh, muss aufpassen, ist sogar schon durchgängig. Okay. Ich geh mal gerade weg hier. Jo! Ach ja. Es macht Rums. Na, ich glaube, viel fehlt da nicht mehr. Gut, dann sind die Seiten hier noch. Also, wenn die ersten Dinger einstürzen, wissen wir Bescheid. Lang dauert es nicht mehr. Nee, ich glaube auch. Das könnten wir, sollten wir eigentlich in dieser Folge noch schaffen. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, es stürzt schon ein bei dir. Oh, und er ist hier. Oh, oh Gott. Bei dir? Gott. Ich bin ganz woanders. Ich bin auf der anderen Seite. Das ist bei mir gewesen. Ja. Ich dachte, bei dir. Ich hab's da hinten so gehört. Oh, jetzt oh, bei jetzt, dir auch. Oh, jetzt kommt's aber runter. Ui. Mach ich langsam noch die Säulen wegklopft. Ja, hier hat sich auch am Boden wieder abgesenkt. Er wollte mich umbringen, dieser Block. Er ist genauso gefallen, wo mein Kopf war. Könnte man vielleicht da hinten mal schauen. Hoffentlich stürzt nicht bei mir ein, wenn du hinten abbaust. Das wär's. Ja, das verfängt so geil. Boah, das sieht schon cool aus, das ne? Kommt okay. So sind diese, diese eigengesprengte Höhle hier. Ja, jetzt kommt noch viel runter. Das war wahrscheinlich jetzt gerade der Hauptkick. Ja, das ist jetzt, ich muss mal gerade gucken, nur Test, nicht testweise Interesse halber. Leistung, 9 GB Arbeitsspeicher. Mal sehen, ob das hochgeht. Ich glaube aber nicht, ne? Eher. Boah, der Server chillt gerade. Das Schöne ist ja auch, dass die Löcher sich gleich automatisch auffüllen. So ein bisschen. Ja, genau. Nee, aber der Server chillt gerade. Also 20% CPU. Nicht mal. 9,2 GB Arbeitsspeicher. Der Server rattert hoch. Es riecht mit Stein. Ja. Hä, guck mal oben, wie das aussieht. Richtig cool. Ja, das war's. Ah, schön. Immer wieder gerne sehe ich sowas. Genugtuung! Oh, oh. Das kommt ein bisschen nah, aber ich glaube, wir sind da noch ganz cool. Ich glaube, ein bisschen. Also, es sah zumindest noch Schaden geradeaus, aber war doch nicht. Das sieht auch aus, ne? Ja, wie sich das so systematisch abbaut, ja. Das ist schon ja.
Ja, man merkt es richtig, man sieht richtig, wie er berechnet und guckt, okay, jetzt muss der Block fallen, jetzt muss der Block fallen. Genau, du kannst noch einen Schritt zurückgehen, dann ist das vielleicht ein bisschen angenehmer. Na, ich hatte doch keinen Schaden genommen, das sah nur eben so aus, aber ich glaube, das war einfach nur Dreck. Ja. Ach, ist das schön. Wie das jetzt wohl von oben aussehen muss. Ja. Und da kommt unser Frame. Flop. Kann man doch mal einen Screenshot hier machen gerade. Ja, habe ich auch schon gehabt. Ach ja. Oh, Storm, glaube ich, noch einen Augenblick. Da vorne die ganze Ecke fehlt noch. Ja. Ja, der Server spuckt doch die ganze Zeit irgendwelche gelben Zeilen aus. Warnungen, Warnung, Warnung, Falling Block und sowas. Hm. Der rattert schön durch. Auch eine sehr kleine Scrollleiste hier für den Server. Ich wollte schon sagen, letztes Häppchen hinten fällt jetzt nicht, oder? Das fällt jetzt schön zusammen. Und da kommt eine Horde, glaube ich. Soll es gewesen sein. Ja, ein bisschen kommt noch. Also hier die Ecke noch. Hier fehlt noch eine, der genau, würde ich schon sagen. Hier fehlt noch ein Stückchen. Falling Block, was? Oh, Falling Block! Jetzt. Ach ja. Was sagt man dazu? Ja, und wir kommen jetzt hoch. Ich weiß, ich habe gar keine Blöcke dabei. Ich habe Holz dabei, das ist keine Sorge. Oh, da oben kommen sie, guck mal. Hallo! Hallo! Tut das nicht weh? Es regnet jetzt Zombies. Erst Blöcke, jetzt Zombies. Der ist bei dir, ne? Vorne. Vorne, vor dir. Achtung! Ich bin jetzt auf oben konzentriert. Oh, Loot! Oh, nee, gar nicht. Ja, das ist schon ein großes Loch, muss man sagen. Das war's schon. Jetzt muss ich mal gerade schauen. M plus 48, okay. Also hier, das ist dann die richtige Höhe. Hier unten. Genau, 46. Hier, das ist die richtige, wo ich gerade drin stehe. Ja gut, ich würde einfach den tiefsten Punkt nehmen und ist gut. Da ist noch einer. Einfach ja, den tiefsten Punkt, so ganz grob. Halt so ab hier und dann einfach begradigen. Na gut, das ist noch relativ viel. Die Höhenunterschiede sind schon da. Das ist ja nicht... Ja, ich würde so ein Mittelding nehmen. Also, ich würde... Ich würde einmal gerade ziehen und fertig ist. Ja, also hier würde ich so machen, weißt du? Dann haben wir ein bisschen was zum Auffüllen, ein bisschen was zum Abgraben. Weil hier unten, wenn du mal hier runter gehst, ne? Haben wir schon noch echt viel wieder zum Graben. Naja, das stimmt allerdings. Deswegen würde ich hier so auf die Ebene gehen. Hm. Dann schaue ich mal, wie ich sonst Steincraft, ob ich das hier direkt machen kann. Pflastersteine, zerstörter Stein. Achso, genau. Das kann ich gerne nicht. Oder soll ich die Frames machen? Die Frames habe ich dabei, das ist ja nicht das Problem. Aber ich gucke jetzt gerade. Ich könnte jetzt das zerstörten Stein könnte ich machen, aber das ist ja, also die man hier direkt mal wegcraften kann zum Auffüllen. Ich wollte eigentlich Stein haben zum direkten Auffüllen. Also ich würde jetzt hier nicht unbedingt mit Blöcken arbeiten, oder? Ja, ich würde wenn auch nur die oberen Frames aufwerten. Wobei, wir brauchen ja gar keine unteren Frames dann bauen. Also ich würde hier einfach nur so eine Art Boden ziehen. Ich dachte jetzt zum Orientieren, deswegen. Ja, was wir halt, also so werde ich das jetzt bauen. Einfach hier drüber. Und das dann halt später mit Beton oder sonst was. Oder Pflasterstein reicht ja auch. Weißt du? Ja. Und Pflasterstein könnte ich, na, ein bisschen. Ja gut, wir haben, das bringt jetzt nicht so viel. Wir haben ja zu Hause en masse, also da brauchen wir nicht extra craften, das geht ja auch. Soll ich den mal gerade den Bohrer rauswerfen, dann... Nö, ich will nur die einzelnen.
Achso. Die einzelnen Begradigungen machen. Ach ja. Obwohl, doch, gib ihm mir mal bitte. Das ist mir sonst. Ich habe nicht mehr so viel Benzin. Ich habe übrigens noch einen Lederhandschuh 6, wenn du willst. Nö, nö, ach Quatsch. Ist ja ein Loch. Und Benzin habe ich auch noch dabei. Ich baue uns mal gerade einen Weg nach oben. Das sieht schon nicht schlecht aus von hier oben. Ja, das glaube ich. Schöner wird es aussehen, wenn es fertig wird. Ja. Das konnte ja nun doch keiner ahnen, dass dann die Alpha 19 doch recht, nein, nicht früh kommt, das jetzt nicht, aber dass sie so abrupt kommt. Ja. Würde man da vielleicht ein bisschen besser planen können. So. Er ist halt auch ein recht großes Projekt, ne, muss man dazu sagen. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal auf den Heimweg und hol mal Cobblestone. Und natürlich ganz wichtig, den Nagelpistole. Na gut, ich meine, mit dem Eisen könnte man natürlich direkt gleich die Frames dafür bauen, ne? Wofür? Für das Gebäude und sowas, dass man gleich mal absteckt. Achso, ja. Das stimmt. Eisen müssten wir auch genug da haben. Ich würde auf jeden Fall den Bau wie so eine Art Gefängnisturm bauen. Dass wir halt einen recht kleinen Mittelpunkt haben und oben dann ein bisschen auseinander gehen. Zwei Blöcke in jede Richtung oder sowas. Also quasi, ja, wie so ein Gefängnisturm halt, ne? Wie so ein Wachturm. Ja, wie gesagt, wenn du das Ding schwimmen bauen willst, dann musst du sehen. Also damit habe ich jetzt noch tatsächlich noch keine Erfahrung. Naja, müssen wir dann ausprobieren. Also ja, gut, habe ich schon ein bisschen. Ich glaube nämlich eher, dass es hier auf diese Größe eher zusammenfallen wird, aber... Ja, wie gesagt, wir können halt auch bis unten hin Beton machen, ne? Die Verteidigungsressourcen dafür hätten wir, ja. Müssen wir gerade auf der Karte hier gucken. Ja, auf der Karte sieht das schon mal recht cool aus. So ein riesiger Klotz auf diesem Feld. Die Nagelpistole war doch, ne? Damit konnte man doch auch aufwerten, ganz normal. Oder brauchte man dann Nägel? Ich meine, das war nur für irgendein Holzding, ne? Du brauchst keine Nägel. Nehmen wir mal alles schnell mit hier. Bauen wir mal gerade eine Müllkiste. Wir konzentrieren unsere Arbeiten ja mal gerade da drauf. Da will ich nicht Zeit verschwenden mit einsortieren. Na? So, Cobblestone. Und... Nagelpistole, wo versteckst du dich? Hier. So, da muss dann wieder ein bisschen aufgefüllt werden. Achso, Moment.
gehen. Was sind das denn nochmal für Frames? Kalkus-Block, ne? Ja, genau. Achso, die müssen wir aus der Schmiede rausmachen. Ja, sicherlich. Aber die gehen recht fix. Moment, die kann ich ausmachen. Die läuft noch. Hä, wo haben wir denn... Ach, hier haben wir 22.000 Eisen. Kann man mal machen. Ja, ja, eben. Das ist... Außerdem sind die relativ günstig und schnell hergestellt. Ja. Wie viel mache ich? 600? 500? 400? 500 verballern wir locker. Mache ich 500. Ein Stündchen nach. Wahrscheinlich werden wir nicht genug Beton dafür haben, aber gut, das werden wir dann sehen. Ja. Das dauert ein Stündchen da. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen dann. Holz. Klotz. Frame rein. Huch, leckt gerade. Echt? Los? Ja, bei mir leckt es gerade ein bisschen. Aber glaube ich bei mir. Ach nein, ich habe den falschen gemacht. Nicht Eisenrahmenblock. Oh Gott. 500. Ja, 16 Minuten. Das ist wieder was anderes. Ja, ich sag ja. Also eigentlich, die gehen eigentlich recht schnell. Ich komme aber schon mal zurück. So, dele, so, dele. Schmiede läuft. Blöcke werden gemacht. Und wir sind auf jeden Fall ein ordentliches Stück näher gekommen an unser Ziel. Jetzt noch weg. So, reicht das denn? Ja, das ist die Ecke. Muss ein bisschen was weg. Okay, ich bin gleich da. 400 Meter noch. Ich glaube, ich werde erstmal die äußeren Ecken machen. Also schöner zum Angleichen. Nehme ich eigentlich gerade für einen bekloppten Weg. Ging doch mal besser. Ja, sag ich ja, wir brauchen eigentlich eine Straße machen. Hätten wir brauchen können müssen sollen. Ja, aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen chaotisch gefahren. Da hatten wir auf jeden Fall schon bessere Wege gefunden. Aber eine Straße auf jeden Fall, das wäre cool. Aber ich bin schon da. Soll ich mal reinspringen mit dem Bike? So ein richtig schönen Stunt. Nee. Das kannst du gerne machen. Ich glaube nicht, dass ich das überlege. Überlebe. Aber ist geil mit dem Bohrer wieder, ne? Die Bohrer sind mal gut, ja. Also ich glaube, ich hau hier gerade ein bisschen zu viel weg. Das ist dem. Müssen wir hier auffüllen. Huch. Ich laufe jetzt einfach mal durch.
Gut. Ja, wollen wir es mal einen kleinen Break machen? Würde ich sagen, ja, wie sieht's aus? Wie wollen wir das machen? Wollen wir hier das Ding vor der nächsten Folge Jonen zumindest schon mal fertig machen? Oder wie wollen wir das machen? Ja, gut, was heißt fertig machen? Ja, fertig werden wir es wahrscheinlich eh nicht kriegen, davon abgesehen. Nee, aber zumindest mal den Boden hier. Oh, könnte man versuchen. So. Ja gut, dann machen wir das so. Ja, machen wir so. Ich bin mal gespannt, wie weit wir dann kommen. Dann ja, bedanken wir uns auf jeden Fall recht herzlich hier fürs Einschalten und hoffen, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier fleißig weiterarbeiten. Bis dahin, tschüss. Ja, macht's gut, tschüss.